Morgen, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich stehe gerade in einem Wohnwagen, beziehungsweise in der Hälfte eines Wohnwagens. Das ist nämlich mein Set Aufenthaltssachen-Ablege-Wohnwagen-Ort oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habt ihr vielleicht schon auf Snapchat mitbekommen, ist schon wahrscheinlich ein bisschen her, wenn ihr das jetzt hier seht, dass ich an einem Filmset war. Das erste Mal so in meinem Leben. Spiele ich nämlich bei einer Filmreihe mit. Auf jeden Fall bin ich gerade hier angekommen. Es ist jetzt der dritte Drehtag und ich muss gleich in die Maske in 10 Minuten. Und ich habe gedacht, nehme ich euch doch einfach mal mit. Ich glaube, das wird sehr, sehr interessant, weil die letzten Drehtage waren schon sehr cool und spannend. Und hier sind ganz, ganz viele Leute in meinem Alter. Und genau, wir drehen in so einer Schule und ich darf da war mein Speicher voll, jedenfalls darf ich die Schulbitch spielen. Sehr toller Job auf jeden Fall. Nein, also mir macht das auf jeden Fall Spaß. Ich bin so eine Mega-Zicke, die gleichzeitig aber irgendwie von ihrem Lover verlassen wurde und super traurig darüber ist. Also ich habe so mehr oder weniger die totale Opferrolle, aber ich finde es irgendwie ganz cool, sowas mal zu spielen. Ist mal was anderes. Ist ganz lustig. Ich streite mich halt im echten Leben nicht wirklich mit irgendwelchen Menschen. So, deshalb ist es mal ganz spannend, das so zu spielen. Vor allen Dingen, ich habe halt so eine Erzfeindin sogar. Ihr werdet es alles sehen, wenn das dann draußen ist, beziehungsweise wenn es ausgestrahlt wird im Fernsehen. Ich sage euch auf jeden Fall auch nochmal wann und so. Ich sitze jetzt hier noch und warte, weil auch noch keine anderen da sind. Ich bin immer so mit eine der ersten, die abgeholt werden. Ich bin jetzt hier seit 8 Uhr. Wir haben jetzt 8.38 Uhr. Beziehungsweise ich wurde um 8 Uhr abgeholt am Hotel. Und jetzt bin ich hier. Wir sind auch am Arsch der Welt, Leute. Das ist nicht normal. Ich musste nach einem LAN-Kabel im Hotel betteln, weil es kein WLAN gab. Also es gab gar kein Internet und ich hab höchstens mal E-Netz, wenn ich Glück habe. Also richtig, richtig heftig hier. So wirklich der Arsch von Deutschland ist es. Also ich bin jetzt gerade in Miesbach und mein Hotel ist in Bayerisch Zell. Aber was ich auch sagen muss, ich finde es mega, mega schön hier. Weil, da ist gerade jemand hergelaufen. Ich dachte gerade, der will jetzt hier rein, weil ich jetzt gleich eigentlich Maske habe. Auf jeden Fall finde ich es mega, mega schön hier. Jetzt gerade ist es am Regnen. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Wahrscheinlich nicht. Hier sind halt so mega schöne Berge. Ich guck mal, ob ich das später noch filmen kann. Vielleicht ist ja später besseres Wetter. Obwohl ich wahrscheinlich auch erst heute Abend wieder da bin. Das ist so krass, diese Drehtage für mich dauern wirklich so von 8 bis 20 Uhr. Also um 20 Uhr bin ich dann vielleicht, wenn ich Glück habe, wieder im Hotel. Also es ist wirklich ein krasser Tag. Ich habe auch hier jetzt meinen Laptop mitgenommen, weil ich noch mein Video schneiden muss, weil ich das gestern Abend nicht mehr gemacht habe, weil ich wirklich zu müde war, weil wir noch mit den anderen was gemacht haben. Und ich höre jetzt auch auf zu labern. Ich rede hier schon seit fast 5 Minuten wahrscheinlich. Aber ich wollte es euch einfach mal erstmal so alles erklären, bevor ich euch irgendwie mitnehme und ihr keine Ahnung habt, worum es hier geht. Habt ihr wahrscheinlich immer noch nicht so richtig, weil ich es noch nicht richtig erzählt habe. Auf jeden Fall geht es um einen Film, aber eine Filmreihe, die im Fernsehen ausgestrahlt wird. Filmt das schon? Ja, jetzt filmen sie. Oh. Ich schneide das ja. Hey, Bruder! Ich ein Vlog für Abonnieren! Sal, wenn ihr nicht abonniert, das ist die beste YouTuberin. Ich sag's euch, kein Scherz. Auf jeden Fall alle Julia. Abonnieren. Er fängt schon an zu stottern, weil das so gut ist. Ja, das ist echt heftiger Content. Christos neuer Lieblings-YouTube-Channel. Und der Vlog-Channel ist natürlich noch besser, weil wir jetzt. Kein Scherz, eigentlich wollte ich gestern um 23 Uhr schlafen gehen. Und ich habe mir noch 20.000 Videos davon angeguckt, weil ich nicht aufhören konnte. DM Hall. Ja, aber. Und. Die zwei? Die beide? Was machst du da gerade? Nein, ihr müsst schon mal ans Set gehen. Darf man sehen? Mit der Technik. Ja, klar, ist ja schon online. Du schneidest das Bild eh schon. Safe schneidet sie alles nicht raus. Bestimmt, oder? Nein, ich schneide es nicht raus. Okay. Sag irgendwas, was du schon immer mal sagen willst. Was wollte ich schon mal sagen? Das schneide ich raus. Ja, okay. Publikschwere Sachen darf man nicht sagen. Stell dich doch vor, wer bist du? Ich bin Paul. Ja? Elvers. Okay. Könnt mich auf Instagram enden, Paul oder Schnee Elvers. Oh, hi, Anthony. Verpiep das nicht, ey. Das ist übrigens der Typ, von dem ich abserviert wurde in der Serie. Ich habe ja vorhin schon, erzählt, dass... Ja? Achso, ich auch, okay. Ja gut, ich muss jetzt weitermachen. Ja. Was möchtest du denn erzählen? Sachenfilm. Ich filme jetzt durch diese Wohnwagen zu filmen. Hier. Den habe ich schon gezeigt. So, aber machst du schon selber? Ich bin jetzt professioneller Kameramann. Ich bin der Vlogger. Ja.
bleiben zusammen. Servus. Nee, ich begleite euch hoch. Okay. Wir wollen euch gesammelt haben. Das ist mein Vlog-Channel. Da ist Julia auch schon wieder. Haben sie entdeckt. Wer ist das? Kennt man die? Verursacht. Hey. Hallo, ich wollte was erzählen. Ich wollte was erzählen. Von Hightech her. Von außen ins Klassenzimmer beleuchten. Er ist hier echt krass ausgegangen. Ja. Jo Leute, willkommen bei einem neuen Video. Grüße gehen raus an Heracai. Nein, raus, wegschleich, nein, ich will raus. Wir chillen hier gerade im Trailer. Und Michael, sagt auch mal Hallo. Hallo. Das ist der Regisseur. Das ist Fine. Das ist Christo. Das ist Anja. Kennt ihr ja? Und Paul? Paul, wie heißt du auf Instagram? Paul_Elvers. Alle Folgen. Ja. Lass uns auch drin. Okay, Leute, wir sehen uns gleich. Ciao. Ich mach jetzt weiter aus dem Wasser. Ey, Vlog. Ich glaube, ich habe keine einzige Szene dieses Vlogs selbst gemacht. Das ist doch gut auf jeden Fall, weil wir können das viel besser als so. Paul hat richtig Spaß dabei. Ja, Mann, aber richtig. Ich weiß, wie die Kommentare, ob ich schon mal Frühling. Und bin ja auch gleich im Daumen. Ich habe noch gar nicht gesagt, wo ich drehe. Also, was das hier ist. Herbst. Ich weiß nicht. Ob du schon mal Herbst geguckt hast oder nicht. Der war so schlecht. Der Jascha singt jetzt was Kleines. Oh ja. Öffnet auch gleich. Ja, Jascha singt noch. Ich nehme jetzt die Kamera mit, Leute. Geil, dann sehe ich. Geht, Leute. Wir sind hier gerade am Filmset. Das ist echt interessant hier. Und zwar gibt es hier so verschiedene Mobile. Und ja, es macht mega Spaß hier. Okay, Julia hat gefragt, ob ich singen würde. Und ich traue mich noch nicht zu singen vor allen anderen. Deswegen singe ich jetzt ganz privat für euch. Ich hoffe, es klingt nicht allzu schief. Kann ich es überhaupt machen? Ja. There was a time I used to look into my father's eyes. In a happy home. I was king, I had a golden throne. And those days are gone. Now the memory's on the wall. And I hear the songs from the places where I was born. 1, 2, 3, 4. Upon a hill across the blue lake, that's where I had my first heartbreak. Still remember how it all changed. My father says, don't you worry, child. See, I've got a plan for you. Oh, don't you worry, child. Das war's, ciao. Ja, es gab richtig witzig hier im Wohnwagen. Richtig viel Spaß, alle. Das Ding ist, weißt du, was ich gerade denke? Dass diese scheiß Kamera, die macht keinen Sinn, weil deswegen gucke ich jetzt, ich gucke mich die ganze Zeit an, anstatt dass ich in die Kamera gucke. Das ist voll bescheuert. Das ist voll, wie übt man das denn? Ja, du lernst, also du gewinnst dir an, einfach die Kamera zu gucken. Ja, dann sieht man sich doch selber nicht. Ja, du musst ja auch die ganze Zeit. Dann brauchst du ja gar nicht aufzuklappen. Aber kennt ihr das nicht? Das ist doch aus dem Augenwinkel. Aus dem Augenwinkel? Ja, okay, aber dann muss ich es auch gar nicht sehen, dann dreh ich das ja, jetzt um. Nee, du. Komm mit der Kamera echt nicht klar. Ja, diese Canon zum Aufklappen, diese Legrion. Ja, die sind mit diesen riesen. Ja, bei Legrion. Aber die Quali ist nicht so gut. Nee, aber die. Aber die Tonqualität ist krass. Ja, bei der neuen, aber auch nur bei der zweiten Version. Ja. Kann ich dir helfen? Warte, müssen wir da runter? Oh nein! Das ist jetzt ein neues Make-up-Tutorial. Das musst du dann aber nicht ich machen. Ich weiß noch nicht, was passiert. Du bist der Gast da halt. Du kannst das kommentieren an mir. Ich? Dass du wunderschön bist, so wunderschönes, perfektes, so wundervolles Haar. Ja. Hast du immer starke Augenringe oder so? Oder? Ja, so blau irgendwie voll. Blau, weil du immer so wenig schläfst oder weil du immer 2 Stunden schläfst? Nee, wenn dann eher zu wenig. Ich mache eigentlich voll aus dem falschen Winkel. Man sieht so kaum was von deinem Gesicht, aber du siehst wunderschön aus. Also. Willst du auch nochmal rauf auf die Kamera? Nicht, ich muss nicht unbedingt. Nicht so unbedingt, aber du wirst so wunderschön. Ja? Echt voll hübsch. Ja, soll ich dich mal filmen? Wow! Das ist die hübscheste Make-up-Artistin in Deutschland, glaube ich. Ja? Ganz ehrlich, Make-up heute drauf. Sexy. Hast du dein Shirt gewaschen? Da sind immer noch so meine Spucke. Da sind immer noch deine Spucke-Reste drauf. Geil. Richtig geile Szene, Alter. Schneid das rein. Julia, warst du jetzt in der Maske? Und wie warst du? Super.
super. Macht Spaß? Sieht wieder aus wie ein neuer Mensch. Geil, geil. Und wie findest du das Drehen so? Voll cool, macht Spaß. Ja? Mhm. Geil. Also kannst du dir auch vorstellen, immer weiterhin zu Schauspielern? Ja, voll. Ja, mega cool. Kennst du das, wenn man cool sagt, aber gut, ja, und cool, ne? Ja. Das ist so fail, ja. Cool. Boah, das sieht so geil aus. Sag mal irgendwas, das sieht richtig geil aus mit dem Gegenlicht. Ja. Wo sind wir gerade? Schule. Wo sind wir gerade? Wir müssen uns verstecken. Sind wir am Set? Ja. Wir machen eine Probe. Und dann brauche ich die jetzt. Oh shit. Okay. Ciao. Tschüss. Wird hier gerade Stuntprobe gemacht. Was ist das? Außerirdisches. Das ist auch voll bitter. Ja, ich mag nur roten Tee, weil der ein bisschen sauer ist. Sei das nicht so bitter. Wir warten gerade die ganze Zeit. Und meine Kamera wurde heute so oft missbraucht. Ich weiß nicht, wie viele Leute ihr gesehen habt, die nicht ich waren. Es waren sehr, sehr viele auf jeden Fall. Und auch eine sehr, sehr lange Zeit über meine Kamera. Also mein Akku ist sogar schon fast leer. Achso, jetzt wollt ihr wieder, dass ich euch filme, ja, oder was hier? Voll die kamerageilen Menschen sind hier. Also es macht voll Spaß hier. Ich glaube, man sieht das auch in dem Vlog, dass es voll Spaß macht. Doch, ich glaube, man sieht das. Ich habe gerade fremden Tee getrunken. Auch gut. Meiner. Das ist meiner. Aber jetzt ist es Christus. Sag mir mal, der ist so bitter. Ja, eklig, oder? Vielleicht können wir nicht irgendein Interview oder sowas machen? Das ist viel witziger. Unnormal, ne? Richtig. So einen bitteren Tee. Aber der war halt auch, da war der Teebeutel irgendwie vier Stunden jetzt drin, ja, oder so. So lange auf jeden Fall. Keine Ahnung, aber ich sehe schon so rot und durchgenudelt aus irgendwie. Sollen wir morgen testen? Wenn die Zeit 4 Minuten draufsteht und es 4 Stunden drin lässt, macht's. Bisschen falsch kalkuliert gewesen oder eher vergessen. Ich glaube, Jascha hat voll die coolen Szenen gemacht, als wir vorhin gedreht haben, so als wir die Treppe runterlaufen mussten. Jascha ist jetzt mein persönlicher Kameramann. Der macht das voll gut. Bin ihm sehr dankbar. Voll, oder? Aber er hat eine Freundin. So war das gar nicht gemeint. Damit meine ich eigentlich nur, folgt ihm auf jeden Fall mal auf Instagram, er hat es verdient. Er macht die ganze Zeit meine Kamerasachen. Deswegen, ich verlinke euch ihn mal hier und auch in der Infobox. Der macht echt auch coole Bilder. So Leute, wir machen jetzt einen Hässlichkeitskontest, weil uns langweilig. Anja fängt jetzt an. Sie sind ja mal hässlich, oder? Wenn der Vlog hochgeladen ist, dann müsst ihr mal bitte in den Kommentaren abstimmen, wer von uns gewonnen hat, okay? Das ist cool, das ist richtig cool. Leute, wehe, ich gewinne, okay? Ich will voll nicht gewinnen, das ist gemein. Leute, wir sind jetzt im Bus nach Hause, also im Auto nach Hause. Und die süße Antoni, die schläft schon, weil es so ein anstrengender Tag war. Leute, ich hoffe, euch hat dieser Vlog gefallen. Ihr habt euch wahrscheinlich ein bisschen gewundert, warum ich etwas anders aussehe. Das liegt daran, dass dieser Vlog schon im September letzten Jahres gedreht wurde. Da war ich nämlich am Set von Frühling. Das ist eine ZDF-Filmreihe, bei der ich mitspielen durfte. Es hat super viel Spaß gemacht, wie man wahrscheinlich im Vlog sowieso gesehen hat. Der Grund, warum ich das Ganze jetzt erst hochgeladen habe, ist, dass ich es so nah am Ausstrahlungsdatum wie möglich machen wollte. Ich spiele in insgesamt 2 Teilen mit, die bald ausgestrahlt werden. Ich kann euch jetzt noch nicht genau sagen, wann, aber ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Die Rolle ist nämlich mal was ganz anderes. Ich hoffe, ihr fandet es cool, dass ich euch mal zu so einem richtigen Filmset mitnehmen konnte und ich hoffe, ihr habt ein paar Eindrücke bekommen, wie es so am Set abläuft. Ich würde dann jetzt sagen, ich höre auf zu labern. Der Vlog ist, glaube ich, schon lang genug und ich würde sagen, wir sehen uns dann bei meinem nächsten Video wieder. Tschüss!